Hallöchen Freunde, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Bioshock Infinite und wir machen hier mal die Tür auf. Kein Problem. Kein Problem, in einer neuen Aufnahmesession. Was ist das mit diesem Song, der den Vogel ruft? Das war immer so. Als kleines Mädchen habe ich ihn immer gern gehört. Gern gehört? Ich hatte ja nur ihn. Er fütterte mich, brachte mir Bücher. Er war mein Freund. Freund? Bis ich größer wurde, dann hasste ich ihn, weil er mein Wärter war. Aber er ist nur Comstocks Geschöpf. Genau wie ich. Geschafft! Sehr schön, da hat uns die Tür geöffnet und uns noch ein paar Infos gegeben zu dem Songbird. Und hier war auf jeden Fall auch Party. Fitzroy ist auch nicht besser als Comstock. Oder? Wenn Volkes Blut erstmal in Wallung kommt, beruhigt es sich nicht so schnell. Das hier klebt an unseren Händen. Ach, du großer Gott. Das ist Fink, okay. Oh mein Gott. Krass. Und hier auch wieder alles tot. Und ich denke mal, diese Fitzroy, die werden wir auch... Also die Daisy da, ihr wisst schon. Die werden wir wahrscheinlich auch bald kennenlernen, näher. Mit unserer Waffe, wahrscheinlich. So, was gibt's denn hier Feines? Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Sog. Erhöht die Anzahl an Feinden, die du gleichzeitig ziehen kannst. Ladung, Hilfe. Kurzfristig unverbundbar. Okay. Krähenboost. Erhöht die Dauer von Betäubungen. Naja, irgendwie noch nicht so das Richtige dabei. Lass mal erstmal drinnen. Hier ist noch ein Dollarbill. Brauchen wir denn von dem irgendwas? Munition. Ich muss jetzt mal gucken, was haben wir denn hier eigentlich? Für eine Waffe gerade drin, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall die... Wo ist sie denn? Karabiner, genau. Davon können wir auch ein paar mitnehmen. Falls jetzt wieder so ein riesen Angriff kommt, wie in der letzten Folge. Das war ja ein bisschen Wahnsinn. Gut. Lassen wir das erstmal. Und die habe ich irgendwie neu gefunden hier. Mal gucken, wie die so ist. Brauchen wir Geld? Bitte. Ja, aber immer noch. Dankeschön. So, jetzt kommen wir da noch rein. Wo müssen wir denn eigentlich lang? Erzähl mal. Da oben lang? Ja. Gut, dann gehen wir erstmal hier hinten rein. Kannst du das öffnen? Einer muss Schmiere stehen. Okay, ich pass auf. Fertig. Alles klar. Hier ist nichts. Bisschen Waffen, aber sonst nichts. Hier hinten steht aber noch was rum. Salze oder Schild? Ich habe ja gehört, man soll den Schild erstmal hochleveln und die Salze nebenbei nochmal, aber ich weiß nicht so recht. Na komm. Ich fühle mich schon besser. Ja, das freut mich doch für dich. Da trampelst du schon wieder rein, ne? Ich finde das Outfit übrigens von ihr so viel besser. Wer weiß, wo sie die ganzen Klamotten jetzt her hat, aber auf jeden Fall sieht es schicker aus. So. Da hoch müssen wir. Nach links gab es keinen Weg, oder? Ne, zumindest ist kein offener Weg. Und wir können auch hier die Leiter hoch. Nee, da können wir nicht klettern, aber ich kann auf diesen Haken. In Ordnung. Na, das soll doch. Wow. Jetzt wäre ich beinahe schon wieder runtergefallen. So, ach, guck mal. Schrotflinte. Die hat sich ja auch teilweise als nützlich erwiesen. Da würde ich mal sagen, lass mal erstmal die Karabiner hier liegen. Und nehmen diese hier mit. Oh, da haben wir noch Ausrüstung. Beim Töten mit Teufelskuss, Schockjockey oder Bockender Bronco springen die Effekte auf Nahfeinde über. Oh, das ist aber cool. Gar nicht mal so schlecht. Wir nehmen das mal mit und rüsten das auch gleich aus.
Und hier wurde auf jeden Fall gemalert ein bisschen. Aber hier oben ist gar nichts gemalert. Komisch. Naja. So. Gehen wir mal hier lang, wo du auch hin möchtest. Oh. Hat auf jeden Fall Beschwerden, die Gute. Hast du was gefunden? Nö, da ist nix. Verarsch mich nicht. Mehr Geld. Was? Okay. Ah ja. Danke. Ich dachte jetzt erst, sie hat mehr Geld gefunden, aber da war ja nichts. Da ist ein Portemonnaie. Euer fliegt aus der Hand. Komm, Stock, bekommt das, was ihr verdient. Und Unschuldige gleichermaßen. Ich möchte Futter! Gebt mir Deckung! Lassen Sie schon heute die Brücke. Achso, das ist nur. Da müssen wir mal drücken zwischendurch. Du wirst sterben! Ich glaube nicht, mein Freund. Du wirst sterben. Zieht auch ganz schön nach oben. Vielleicht doch nicht so gut, die Waffe. Aber naja, da habe ich sie mal gezeigt. Oh, dem geht's auch nicht mehr so gut. Oh. Ich glaube, der hat ein Auge auf jemanden geworfen. oh Gott. Ist das hier eine andere? Ja, dann nehme ich mal die lieber. Die gefällt mir ein bisschen besser. Oh je. Oh, sieht auf jeden Fall Wahnsinn aus. Und da oben so Gewitterwolken. Die sehen aber auch nicht wirklich echt aus, ne? Als wäre das so ein bisschen künstlich dargestellt. Unter diesem Schloss. Diese ganze Prophetie. Du glaubst nicht, dass man in die Zukunft sehen kann, oder? Ich hab mal was gesehen, als ich hier ankam. Es war ein Traum. Es war New York, nur noch viel größer. Und es stand in Flammen. Hoffentlich färbt die Magie des Propheten nicht auf dich ab. Auf jeden Fall haben wir hier wieder reichlich Unterstützung und die werden wir auch brauchen. Öffne ihn. Schon dabei. Die Zeit ist gekommen! Öffnet die Gefängnistore und brennt die Wilden nieder! Oh, da ist ja noch einer. Wir sind die Fremde. Ich glaube, ich brauchte mal den Teufelskuss. Hier schleichen wir uns mal von hinten ran und geben dem mal den Rest hier. Oh. Verträgt er deutlich ein bisschen mehr. Moment mal, worauf denn? Worauf soll ich warten? Das war's wohl schon. Okay. Ich hoffe nicht, dass sich das Spiel schon dem Ende neigt. Das wäre ein bisschen schade. Denn die anderen Bioshock-Teile waren ja eigentlich ziemlich lang. Ich hatte einen Revolver, hier, den wollen wir gut auch nicht. Aufheben. Na gut. Das heißt, ich darf es nicht ausgeben. Schade. Das ist ein Lockpick. Den Revolver nehmen wir aber jetzt nicht. Salze nehmen wir gerne. Und hier Gesundheit. Okay. Ich denke mal, hier müssen wir weiter, ne? Du das auf? Mal sehen. Geschafft. Okay, ich komme gleich. So. Jetzt habe ich natürlich dieses Nest hier. Naja, was soll's. Freut sich der Nächste, der hier vorbeikommt. Kenne ich die nicht? Sind das nicht die beiden? Sieht gut aus, ne?
Okay. Hier haben wir ein Präzisionsgewehr. Ob wir das nicht brauchen? Na, ich rüste es mal erstmal aus. Wir nehmen mal die hier. So. Das sind noch die, ne? Genau, das ist der Heinz und das ist die mit einem Baseballschläger. Ja, und dann würde ich sagen, Elizabeth, bist du bereit? Dann würde ich mal hier den Hebel betätigen. Ich weiß jetzt, wer die beiden sind. Die beiden, zumindest sie, erfand die Technologie, durch die diese Stadt schwebt. Riesenballons? Quantenpartikel, die in fixer Höhe in der Raumzeit hängen. Also nicht Riesenballons? Aber in meinen Büchern stand, dass sie vor ein paar Jahren spurlos verschwunden sind. Ich sagte ja, sie kommen. Das stimmt nicht. Gut, ich wollte sagen, dass sie kommen. Hast du aber nicht. Aber ich sag's nicht. Ist das korrekt? Etwas sagt mir, die sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Ich wollte gesagt haben, dass sie kommen? Nein. Der Subjunktiv? Das ist kein Subjunktiv. Ich glaube, die Syntax ist noch nicht erfunden. Zu haben gehabt haben sein. Zu haben gehabt haben sein? Das stimmt doch nie. Die scheinen helfen zu wollen. Die scheinen sie nicht alle zu haben. Seltsam. Was denn? Der Fakt, dass wir oft... Den Satz des anderen beenden? Ganz genau. Umgekehrt wär's seltsamer. Was denkst du, wie die das machen? Dazu komme ich, wenn ich das mit der schwebenden Stadt kapiert habe. Sehr geil. So, sind wir da? Komm, Comstock House ist da vorne. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, dass die... Ich mach doch das wieder mit. Dass die beiden, oder zumindest sie, diese Stadt hier erfunden hat. Und anscheinend auch nicht wirklich da sind. Also, vielleicht sind das nur Einbildungen. Engel, keine Ahnung. Ich habe echt dazu noch nicht so eine richtige Meinung. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Aber man hat auch schon in diversen Foren geschrieben, die Story ist ein Mindfuck und so weiter. Also recht verwirrend. Verwirrend, aber geil. Gehen wir mal noch darüber, da ist bestimmt auch noch was Leckeres. Nö. Nix. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen. Ich sollte ihm nachfolgen, oder? Comstock? Ja, ich denke schon. Was sperrt er mich denn ein? Tja, ich schätze, du wolltest nicht aufgebaut werden. Vielleicht hat er was im Petto, um dich... gefügig zu machen. Was denn? Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Ui, ui. Wahrscheinlich irgendein Mittel oder sowas. Die dachten, sie bleiben für immer oben. Sieh sie dir jetzt an. Oh. Ja, die haben wir schnell beseitigt, auf jeden Fall. Okay. So, hier ist noch eine Leiche, da ist noch eine Leiche. Die armen Leute. Ich habe Geld gefunden. Bedarf? Du findest aber heute sehr viel Geld, muss ich sagen. Ich bin schon ein bisschen stolz auf dich. Ja, ja, doch. So. Munition über Munition und Geld über Geld. Hier kommen wir sicherlich rein. Und hier müssen wir wahrscheinlich auch rein. Nee? Ach, da hinten in die Ecke müssen wir. Okay, dann können wir ja erstmal hier gucken. Es sind schlimme Zeiten und ich könnte eure Hilfe brauchen. Ich hoffe, niemand hat mich hier vergessen. Und jetzt? Jetzt wieder Musik. Okay. So, wir haben ja hier genug Elizabeth dabei. Okay. Da können Sie ja mal ein bisschen was öffnen hier. Bist du denn? Ach, da. Bitte. Dankeschön. 185, mein lieber Mann. Sehr schön. Was ist hier? Ach, noch ein Hinterraum. Ah. Was ist das hier? Die... Ach, die hatte ich auch noch gar nicht. Feuerhagel. Okay. Achso, das war die, die der eine hatte. Ja, nee. Die will ich nicht. Die ist doof. Ich mag solche Panzerfäuste und solche Granatwerfer eigentlich gar nicht.
Außer in Tomb Raider, da war es ganz spannend. Aber hier finde ich das nicht so geil. Was stöhnt sie denn die ganze Zeit rum? Was ist denn los? Öffne mir dein Herz. Was ist los? Wer ist da? Ich seh ihn! Ich mach dich nen Kopfschuss! Oh. Okay, Elizabeth brennt schon mal nicht, das ist gut. Komische Leute. Wo ist denn der andere? Der hat auch nichts da gelassen, ne? Ich meine, der ist verkokelt, aber der hätte ja wenigstens so ein bisschen was zum Aufsammeln mir lassen können. Den hatte ich schon, genau. So, und ich habe auch gelesen, mit Beherrschung kann man hier die Dinger hacken. Und kriegt ordentlich Kohle. Ja, geht. Dafür, dass es so viel Salz kostet, ist es vielleicht doch ein bisschen too much. Schadensboost, ja, wir können ja hier mal gucken. Karabiner-Schadensboost. Den nehmen wir mal mit. Da haben wir die Karabiner jetzt auf voll upgraded. Von der Schrotflinte auch. Schadensboost, zwei Revolver, Panzerfaust. Verringert die Nachladezeit des Schießeisens. Brauchen wir nicht. Reptiter brauchen wir auch nicht. Schadensboost, Präzisionsgewehr, Maschinengewehr. Das nehmen wir mit. Dann haben wir hier noch Pistole, Burstgun, Revolver, schnelles Nachladen, Revolver brauchen wir auch nicht, weniger Rückstoß, Präzisionsgewehr, Maschinengewehr, Magazingröße. Das nehmen wir auch mit. Passt ein bisschen mehr rein. So, mehr Munition. Gut, verringert die Streuung des Maschinengewehrs um 75%. Na, aber hallo. Her damit. So, jetzt aber gut. Gut aufgerüstet. Gleich mal ein Achievement bekommen. Und ich würde sagen, wir beenden erstmal die Folge und gehen dann beim nächsten Mal so in die Richtung weiter. Bin mal gespannt. Bis dahin. Tschüss.